Hallo, liebe Grundschulkinder und auch liebe Eltern von Grundschulkindern. Mein Name ist Miriam Holzapfel und ich bin von Beruf Redakteurin. Ich arbeite mit Text und Sprache und ich philosophiere mit Kindern. Leider gerade nicht, weil ihr seid alle zu Hause, ich bin zu Hause und wir kommen nicht so richtig zusammen. Aber ich habe mir was ausgedacht für euch. Und zwar, wenn ihr Lust habt, könnt ihr mal ausprobieren, mit den philosophischen Blättern zu philosophieren, die es zum Download jetzt gibt. Die könnt ihr euch entweder am Computer Bildschirm anschauen oder ihr könnt sie ausdrucken und euch mal mit dem Philosophieren vertraut machen. Philosophieren, wer das von euch noch nicht kennt und noch nicht ausprobiert hat, das ist das Nachdenken über die Welt, über die großen Fragen der Welt. Also nicht, wie ist das Wetter heute, sondern was macht mich glücklich oder wann ist ein Freund ein Freund oder haben Pflanzen Heimweh? Solche Fragen behandelt die Philosophie und meine Antworten, die ich darauf geben würde, sind vielleicht oder ziemlich sicher ganz anders als deine Antworten. Und ich finde, dass gerade die Zeit, wo wir so viel zu Hause sein müssen, sich gut eignet, um über Freiheit nachzudenken. Gerade haben wir ja vielleicht ein bisschen weniger davon, können weniger Entscheidungen treffen und weniger Dinge unternehmen und weniger einfach, ja, frei sein. Und darüber kann man gut nachdenken, wie man das findet, ob das Vorteile hat vielleicht sogar oder nur Nachteile. Und ich habe euch dafür philosophische Blätter gemacht. Zusammen mit Andreas Überle, der Designer, der das alles aufgeschrieben hat. Los geht es mit Blatt 1. Die Wörterbefreiung. Das müsst ihr euch eigentlich nicht ausdrucken, wenn ihr nicht unbedingt wollt, weil das ganz schnell erklärt ist. Wörterbefreiung bedeutet, ihr schneidet Wörter aus der Zeitung aus. Achtet darauf, dass ihr die Zeitung auch wirklich zerschneiden dürft. Und dann lest mal, welche Wörter euch gut gefallen. Es gibt ja welche, die findet man einfach irgendwie gut, weil sie gut klingen oder weil sie gut aussehen. Und dann gibt es Wörter, die braucht man ganz oft. Eine oder und oder der oder die, das, solche Wörter. Ihr braucht Verben, ihr braucht Substantive, also Hauptwörter und Tu-Wörter. Oder wie ihr die nennt, das weiß ich gar nicht so genau. Und daraus könnt ihr dann neue Sätze bauen. Ich zum Beispiel habe gebaut, eine unsichtbare Gedankenexplosion hat viele Gesichter. Klingt merkwürdig, klingt irgendwie gut, fand ich, hat mir gefallen und deswegen habe ich das aufgeklebt. Und schaut mal, welchen Gedanken ihr auf diese Art und Weise einfangen könnt. Blatt 2 der philosophischen Blätter zum Thema Freiheit heißt Freundschaftspost. Denn nur weil ihr jetzt gerade immer zu Hause sein müsst, heißt es noch lange nicht, dass eure Gedanken bei euch bleiben müssen. Oh nein, die Gedanken könnt ihr losschicken und zu jemandem nach Hause bringen, der sich freut, der vielleicht gar nicht damit gerechnet hat und der vielleicht überrascht ist über das, was ihr ihm schreibt. Und wenn ihr jetzt denkt, oh nee, Briefe schreiben, das kommt nicht in Frage für mich, viel zu anstrengend, da habe ich eine gute Nachricht. Ein Brief muss nicht lang sein, um gut zu sein und um jemandem eine Freude zu machen. Das kann auch mal nur ein gutes Wort sein oder zwei, drei gute Wörter. Wenn ihr einen dicken Stift nehmt, dann kriegt ihr damit ein Blatt Papier ganz locker voll. Wenn euch gar nichts einfällt, dann nehmt ihr den Gedanken, den ihr gefunden habt in der Zeitung. Aber vielleicht fällt euch ja irgendwas Gutes ein und dann könnt ihr einen Brief in die Freiheit schicken. Blatt 3. Entscheidungstag. Wie ist es mit der Freiheit? Meistens ja irgendwie so, dass man Entscheidungen treffen kann, dass man sich überlegen kann, möchte ich heute dies unternehmen, möchte ich das unternehmen, möchte ich meine Freundin besuchen, möchte ich meinen Freund sehen, fahre ich zu Oma, fahre ich nach Italien, esse ich Spaghetti oder gehe ich lieber raus und hole mir was beim Bäcker. Gerade ist es so eine Sache mit Entscheidungen. Und ich möchte dir vorschlagen, dass du mal ausprobierst, was du immer noch entscheiden kannst, obwohl du immer zu Hause sein musst. Probier's mal aus und triff lustige Entscheidungen, die du sonst vielleicht gar nicht treffen würdest. Blatt 4 ist das Freiheitstier. Ich bin ganz sicher, dass du Tiere zu Hause hast. Also aus Stoff oder aus Plastik, vielleicht sogar lebendige Tiere. Schau dir mal an, welche Tiere du finden kannst bei dir zu Hause und welches besonders gut zur Freiheit passt.
Was braucht ein Freiheitstier für dich? Ein Tier, wo du sagst, das passt für mich zum Thema. Das ist sozusagen typisch Freiheit. Braucht dieses Tier Flügel? Braucht es ein dickes Fell? Braucht es schnelle Beine? Oder ist es vielleicht besser für ein Freiheitstier, wenn es unter Wasser atmen kann, wie ein Fisch? Denk mal drüber nach. Und dann versuch mal, dieses Tier zu malen und auszuschneiden und klebe es an die Wand und schon hast du Gesellschaft. Und schließlich Blatt 5 heißt Hallo 5. Ich habe es ja gerade schon gesagt, wir können nicht so viele Entscheidungen treffen und vielleicht hast du ganz viele Wünsche, die sich anhäufen, was du machen möchtest, wenn du wieder mehr Dinge unternehmen kannst und wo du sagen würdest, das gehört für mich zur Freiheit dazu, diese Dinge zu tun. Das möchte ich unbedingt. Mir sind da ganz viele eingefallen. Und dann mal doch mal den Umriss deiner Hand auf ein Papier. Dafür legst du die Hand flach auf das Papier und zeichnest einfach mit dem Stift außen rum. Und dann kannst du in jeden Finger eine Sache reinschreiben, die du wirklich, wirklich gerne mal wieder machen würdest und die du jetzt vielleicht sehr vermisst, wo du nicht so viele Freiheiten hast. Und wenn du diese Hand ausschneidest und an die Wand hängst, dann kannst du für jedes Mal, wenn sich ein Wunsch erfüllen wird, und bestimmt erfüllen sich diese Wünsche irgendwann, dir selber High Five geben. Ehrlich gesagt, bei mir sieht diese Hand so aus. Ich habe nämlich ganz viele Wünsche. Mir ist ganz viel eingefallen, was ich mal wieder machen möchte, wenn ich kann. Und das ist das Gute am Philosophieren. Jeder hat andere Ideen dazu. Jedem fallen andere Dinge ein. Und jedes ist für sich genommen richtig. Du musst nur gute Begründung finden und dann funktioniert das alles wie von selbst. Ich wünsche dir viel Spaß beim Philosophieren und wünsche dir eine ganz gute Zeit. Tschüss.